So. Hallo. Wir sind's. Das Kackding gegen Gifte. Vielleicht können wir direkt reinschalten mal. Ja, Colin hat was gefunden in seinem Inventar. Das Spinnenarmband. In der Hoffnung, dass selbiges das tut, was es verspricht. Hm? Schützt gegen Gifte. Ja, aber ich glaube, das hatten wir schon mal an und es schützt nicht 100 pro, aber es zögert sich hinaus, bis sie anschlagen. Ja, das reicht mir ja schon fast. Ja, sehr gut. Oh, aber die Olle schmeißt mir was in die Fresse gerade. Muss ja nicht sein. Ja, genau. Mach doch alles wie Scheiße. Tarion, mir gefällt das nicht, dein Hinweis, den du mir gegeben hast. Wieso gibt's Tarion jetzt? Ja, nein, dass er sagt, hier hingehen. Als ob so nach dem Motto. Ja, ist doch geil. Ist ein Boss. Bosse sind dazu da, die zu leben. Ja, aber nicht, wenn man die falsche Taktik hat, seine gesamten Items. Du versuchst ihn jetzt zum zweiten Mal. Ich kann mich doch nicht mehr bewegen. Kannst du nicht alles beim ersten Mal schaffen? Doch, ich schaffe alles beim ersten Mal. Wie Donald Trump. Was ist ein falsches Beispiel? Mann. Ich kann ja nichts, ich kann mich nicht mehr. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Danke, Spiel. Danke, Giftäumel. Oh, ja, ach, leck mich doch. Jetzt habe ich keine Lust mehr hier. Ich sterbe jetzt nochmal. Kann Tarion bitte jetzt mal schreiben, was der Gag ist hier? Ich krieg schon wieder. Es ist jetzt auch heiß hier im Keller geworden. Die Getränke werden auch nicht kälter. Von alleine. Wer lacht denn da schon wieder so dreckig? Sag mal. Gibt's da. Das erinnert mich gerade an einen Film. Da ist da auch irgendwas, wo dann immer. Ja. Welcher Film ist das? Poltergeist. Nein. Teletubbies. Nein. Attacke der Wehräumel. Bulldos Abenteuer in Bubihausen. Nein, irgendwas. Johnny die Schnapsflasche. Johnny die Schnaps. Nein, wo ist denn das? Von Captain. Man hört's immer. Captain Beutelmann und seine Reisen auf der. Auf dem Schiff. Ist vielleicht sogar ein Zeichentrickfilm, ich weiß nicht mehr. Aber ja, das war ein Rage Quit von Colin. Das war nicht mal. Doch war's. Okay. Boah, ich schwitze jetzt schon wieder vor Stress. Und weil es heiß ist. Ja. Nein, ich nehme jetzt mal. Es ist ja alles nur Spaß hier. Ich nehme jetzt den Scheiß. Wo ist die Spinnenkacke da? Handgelenk hier. Boah, leck mich am Arsch. Gegen Gifte, vielleicht bringt es ja ein bisschen was. Mano Sakofante, ey. Ach, was? Kriege ich das nicht aus dem Kopf? Vielleicht gibt es aber auch in der Komplettlösung den Hinweis, den Tarion uns offensichtlich nicht gibt. Ja, soll ich mal nach Schlangentanz? Ja, guck mal nach Schlangenpharaonen. Ist das im großen Friedhof? Nee, davor, in dem Tempel, Weevils Tempel oder so. Königin Weevil? Ja! Hier sollten Sie den Raum mit dem Gegner gar nicht erst betreten. Steht das da? Ja. Weichen Sie den Zauberattacken der Königin aus und feuern dann mit Pfeilen so lange auf das Biest ein, aus sicherer Entfernung, bis der Feind bezwungen ist. Nun können Sie den Raum betreten. Ja, hier lese ich nicht weiter. Also nur leise. Mhm. Dann machen wir das jetzt. Mhm. Ich guck schon mal kurz hier wo. Mhm. Der Bogen. So, klasse. Ja, Pfeil und Bogen. Ja, gut. Dann, hast du genug Pfeile? Das ist genau die Frage, die ich mir auch gerade stelle. Wo werden denn die Kackpfeile nochmal angezeigt? Guck mal, wenn der Chris auf Toilette war, ist er immer so stolz, wenn er da rauskommt. Ja, ne? Ja. Es ist einer von den Männern, die gucken hinterher und sagen sich, boah, gut gemacht, oder? Das ist ein richtiger, ja. Well done. Ja, genau, so macht er. So Nein, wir sind nicht live. Wir sind immer noch in der Werbepause. Nein, Chris, ist, keine Sorge. Du kannst uns auch deine Fotos zeigen von der Heldentat, die du gerade vollbracht hast. Ich sagte, brauner Bug und weißes Segel, ne? Oder was war das? Brauner Bug und weißes Segel? Ich stelle mir gerade das Papier vor. Was ist das? Ah. So, der Chris Pogo, das ist ein munterer Geselle. Gesagt. Ja. Danke, ja. Hey, oh, ist echt einer von den. Kommst aus. Also. Was? Du hast manchmal. Du bist doch eine ganz andere Welt manchmal. Das stimmt doch überhaupt nicht. Doch. Brauner Bug und weiß. Aber es klingt poetisch, ne? Ja, schon. Ja, manchmal hat man so geniale 2 Sekunden. So. Ein paar Leute essen gerade. Ach, schon wieder die falsche Tür. Hier, der Chat sagt, Tarion sagt, checkt mal euer Weevil-Items. Er hilft 1 gegen Schlangen.
Ich guck gleich nochmal, ich check jetzt nochmal die Wirbelsäule. Wir gehen doch jetzt gar nicht mehr rein in die Schlangen. Das ist eigentlich der Punkt. Also, ich meine, wie gesagt, wir haben das Anti-Geist-Armband. Das ist ja gut. Ja, dann ist ja alles gut. Das ist ja schon mal super geil. Wie findest du eigentlich, riecht Gaffer-Tape? Gut oder schlecht? Nicht so gut. Das erinnert mich aber an irgendwas. Ja, das also riecht Gummilitze, an... Gummilitze, ne? Nee, das riecht nach... Ah, nee, das kann man nicht sagen. Ah, ja, 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 ja. Ich weiß, was du meinst. Genau das. Ja, ne? Ja, ja. Wenn du jetzt nochmal... Ja, total. Ich weiß ja nicht, wo du es vorher hattest jetzt, aber... Du hast recht. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde jetzt nochmal in der Nähe von dieser... Ich schmeiß es gegen die Decke und hoffe, es klebt. Nee, 3 Versuche habe ich. Das steht so in den Regeln. Naja, nur 2, Alter. So, weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde jetzt mal speichern. Das ist ein Highlight. Also in der Nähe, damit wir nicht immer diesen weiten Marsch des, der Einsamkeit ohne Gegner, ohne irgendwas machen müssen. Und dann checken wir nochmal die Items. Ah, und beim Schlangenschützen da oben, ja, kann das sein, dass da ein Speicherstein ist? Ja, ja, sag ich ja. Genau das will ich jetzt nämlich gerade hin. Um unsere gemeinsame Reise hier nicht... Ja, ich hatte mir so viel vorgenommen. Ich dachte, wir würden den kompletten Friedhof erkunden. Stattdessen habe ich mich auf Tarions Experiment eingelassen. Ah! Was ist passiert? Ich bin gestraft und bin eine Etage, zum Glück nur eine Etage tiefer gefallen. Oh je, das hätte ich ja eben noch kommen sehen. Oh, geheimes Gebiet, oder? Nee. Ach, enttäuscht mich nicht. Das nennt sich Erdgeschoss. Das geheimes Gebiet. Kann ja sein. Man nennt sie nur die Ruinen der Waldrasse. Der Punkt ist nur, dieses langsame Drehen. Ach, hier kommen wir doch hoch. Ding, 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 ding. Also wenn in der offiziellen, das finde ich immer so ein bisschen enttäuschend, weißt du, wenn in so Lösungsbüchern, in denen du hoffst, da gibt es super geile Spezialinformationen und es ist letztendlich die einzige Variante, die man noch nicht probiert hat. Ne? Also ja, so, schieß mit Pfeilen so lange drauf, bis sie tot ist. Ja. It's amazing. Hier ist der Speicherpunkt. Das Problem ist, wir haben, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viele Pfeile. Wir können jetzt... Bist du immer noch mit deinem Gaffer-Experiment? Ich will es einmal schaffen. Ja. Yeah! Eins. Das ist wie so ein altes Pflaster, was im, weißt du, beim Brustschwimmen im Schwimmbad so entgegenkommt. Ja, ja. Und man sieht noch so diesen rostroten Rest, der noch nicht ganz ausgewaschen ist vom Chlor und weiß nicht, wem es gehört und wo es steckte. Und dieses Gefühl von Ekel verfolgt dich bis zur Pommesbude. Ja. Und erst wenn du die Pommes mit warmer Frikadelle und Senf isst, überteuert wohlgemerkt. Genau, und wenn du vorher noch mit den Füßen mitgespielt hast, weil du dachtest, es wäre ein Laubblatt, was sich verirrt hat. Ah. Oder das ist früher, wenn man mit den Eltern spazieren gegangen ist im verschneiten Wald und sagt, Mama, guck mal hier, der geiler. Der gelbe Schnee schmeckt aber komisch. Ja, und vor allem hier, guck mal, was für große Tannenzapfen es hier gibt. So, jetzt haben wir gespeichert. Ich überlege gerade, wir müssten eigentlich mal zu einem Händler, wir müssten eigentlich Pfeile kaufen, weil ich habe 30 Pfeile und ich prophezeie, dass wir die jetzt so mit 30 Pfeilen nicht erledigen werden, oder was glaubst du? Ja, dann probierst du es halt. Gut, und dann schlägst sie danach auf den Kopf mit deinem Schwert und wenn das nicht klappt, dann gehe ich. Dann ist spätestens, dann ist Werbung und dann machen wir. Du hast ja recht, wenn man schon mal auf halbem Weg ist. Aber hinter ihr war eine geile Schatulle. Ne? Da wird bestimmt ein Mega-Ding-Item drin sein, meine ich. Wie nennt man das eigentlich? Aufstoßen. Das ist. Nein, aufstoßen kann man doch auch zum Rülpsen sagen, oder? Ja, ja. Aber das ist kein Rülpsen. Das ist ein Reverse-Rülps. Das war so ein. Beides, glaube ich, so eine Mischung aus Schluckaufgefühl. Ja, und, es ist ein einzelner Schluckauf. Was kennst du das? Ja, ich kenne das, aber das haben nicht viele Leute. Ich habe das relativ häufig. Hier ist übrigens der Stab der Kaiserin. Das ist dieser Zauberstab. Ja. Ich weiß nicht, wie das heißt offiziell. Reversed. Ja, es ist ein Reverse Rülps. Ja. Revulps. Genau, kein Rülps, sondern. Es ist ein Revulps. Okay. Komm, schmeiß mal, du alter Schlange. See Weevil Items.
Oder Nein. brauchen wir die jetzt? Okay, wir können uns ja die Bibel alles nochmal angucken. Nein, das ist kein Schluckauf, das ist ein Einzelner. Das ist auch kein Hicks. Aber es ist so eine Mischung aus Schluckauf und Rülps. Das ist schon. Ja, genau. Das, ja, es ist so. Und es ist wie ein Nieser, unkontrollierbar. Mhm. Also das. Entschuldigung. Ich hab's versucht zu unterdrücken. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, aber das haben nicht viele Leute. Ich sehe das bei dir jetzt gerade, also ich sehe das nicht häufig. Das ist selten. Ja, es ist wenig. Es ist few good men haben das. Guck mal. Das war ein Wie-Wills-Item. Das war aber das, was uns immer die Geisteskraft abgezogen hat. Ich glaube nicht, dass das hier Sinn ergibt. Schützt Körper vor Verkrüppelung. Mhm. I don't know. Nein! Darf's nicht gucken. Glücksamulett, Glücksbringer, Zauberattacken. Das ist das Amulett, das der Atmung unterstützt. Der Amulett, der den Atmung. Genau, magischer Amulett. Magischer Amulett, das der Atmung unterstützt. Magische mein Lieblingsitem. Das der Atmung. Magisches Omelett. Das ist geil. Das der Verdauung unterstützt. Ich mache jetzt mal, das, wenn das offiziell löst. Higgs Boson. Nix. War ich ganz gut, stand gerade im Chat. Rübs auf, ist auch gut. Ach komm! Das sind ja wieder Schüsse aus der Hölle hier, von der Distanz. Also hier sind wir der größte, schlimmste Schwachbogen hier. Guck mal, was der für eine Distanz hat. Gut, muss treffen und nicht hängen bleiben, das komme ich. Komm, dann schieß halt noch einen. Schießt du noch einen? Ja. Okay, aber der geht daneben. Da komme ich dran vorbei. Jetzt spannen, dran. Tschack. Pups. Ja, das machst du ganz gut. Wenn man Glück hat, weicht man diesen Dingern ganz gut aus. Oh, das hast du gut. Ich glaube, ich habe nicht getroffen. Ne, das glaube ich nicht. Nee. Ich weich nach vorne aus. Weich doch jetzt. Du meinst nach unten, ne? Nee, nach vorne. Weil der Schnittpunkt der beiden ist ja jetzt hier, wo du gerade standst. Wenn du jetzt nach vorne gehst, wirst du nicht. Ja. Oh, in die Hälfte! Oh! Alte Schlangentante. So, jetzt darfst du zurück. Aber jetzt guck mal, ist genau, ja? Ich weiß, was du meinst. Ja, siehst du? Und jetzt nach vorne. Gerade nach vorne. Wunderbar. Jetzt warten. Komm, nochmal stunnen. Ah, schade. Was machst du? Oh, sehr gut. Ja. Wäre super gut. Ah, Exploidomat hier. Super gut, schlau. Sie sind fast stehen geblieben. Muss nur das richtige Timing haben. Also das stört mich jetzt ja nicht so sehr, wenn du mir ein bisschen... Oh! Ja, Kopf! Ja. Ah, der hat echt, guck mal, also wie weit mag der jetzt? Oh, ah, nee, das war nicht gut, das wollte ich genau umgekehrt machen, aber ich. Ah, oh, schade. Treffer. Aber nicht so schlimm. Mann, konzentrier dich. Ja, ich weiß ja recht. Zack. In die Boobies. Kraft hoch. Nice. Bisschen zu früh nach vorne. Jetzt geht er nach hinten. Irgendwas juckt gerade ganz schrecklich. Ja, das tut's immer, wenn man gegen Bosse kämpft. Und nach hinten. Ah! Guck! Sehr gut! Okay. Schlange over. Ich nehme alles zurück, was ich jemals gegen das Lösungsbuch gerantet habe. Das Lösungsbuch ist Teil eines göttlichen Plans. Ja. Schön. Was juckt denn da irgendein Kackvieh? Ist mir in den Nacken gekrochen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht war es auch nur Einbildung. Psychische Anspannung. Sehr gut. Ich nehme jetzt mal das Eisschwert so lang, weil das heilt mich am Hintergrund. Und wenn jetzt keine Gegner sind, dann ist das sehr, sehr gut. Komm, es trotzdem. Liegt da, ist das eine Schatz? Ja, das ist ein. Ich glaube, es ist ein Heiltrank oder ein geiler Zauberer. Gucken, ob es die blöden Schlangen. Wir haben eure Fürstin, haben wir besiegt. Okay. Oh, ein neuer. Das ist tatsächlich ein Zauber. Geil. Zauber ist immer gut Weihnachten. Danke für die guten Vorschläge. Lösungsbuch. Blinkst und eine Speicherstatue. Ne? Ja, aber das stört mich jetzt nicht. Ich glaube, das geht gleich hoffentlich dann weg. Was haben wir hier für einen kostbaren Zauber gefunden? BeansTV86 sagt, kaum macht man es richtig, schon geht's. Weiser Spruch. Sag mal, hör mal auf. Da klebt irgendwas, läuft da rum. Überall sind Ameisen. Was siehst du sie denn nicht? Feuerkristall. Magie gemeistert. Jetzt müssen wir aber wirklich fast alle Magie haben. Ja, normal, das spüre ich. Warte, ich gehe mal in die geile Magie rein. Ich habe voll Magie in meinem Körper. Ich habe Magie in meinem Körper. Ja.
So. Es gibt ja Leute, die essen Maggi zu Eiern, so gekocht. Ja, Eiern. Ekelhaft. Findest du auch? Ist nicht. Ich fand das mal, als mir das einer gesagt hat, sehr interessant. Hab mir gleich eine ganze Packung Maggi gekauft, aber das nur einmal benutzt. Ey, Homing. Derbe Story, ne? Ja, das finde ich gut. Hammer. Das sieht aber sehr, sehr mächtig aus. Ja, den werden wir auch gleich mal probieren, sobald mein magisches. Oh, die hat aber gut gefressen, ne? Die Schlange, meinst ja. du? Ja. Oh. Meinst du, das sind ihre Exkremente? Ja, ich glaube, das ist Salvors Knochen oder sowas. Mhm. Weiß ja nicht, wahrscheinlich. Da ist eine Speicherstadion. Erst speichern und dann Ding öffnen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Jetzt sicher. Ja, das kann sicher, Risiko ist sicher, ne? Das lernt man hier. Ich mag es zwar überhaupt nicht, mit einer Statusbeeinträchtigung zu speichern, aber... So. Ja, vielleicht haben wir Pfeil und Bogen auch einfach ein bisschen vernachlässigt. Das ist ja richtig. Alter, ich habe da ein Wespennest aufgestochen mit dem Maggi. Da stehen alle Leute voll drauf. Essen das zu allem. Ich bin ja überhaupt kein Freund von kalten Eiern. Also von gekochten, hart gekochten, kalten Eiern. Ja, die müssen ja gekühlt werden. Deswegen sind sie ja ein bisschen vom Körper entfernt. Weil sonst würdest du ja unfruchtbar werden. Ach, das ist der Grund. Und warum ist die denn, sind die immer bei den meisten so pelzig? Pelzig? Die Eier? Ich habe da noch nie reingebissen. Findest du die pelzig? Ja, ich habe mir sagen lassen, dass das wärmt. Achso, nee, das ist nur, die dürfen ja auch nicht zu kalt sein, deswegen werden sie im Winter so ein bisschen rangezogen. Das stimmt natürlich. Das muss so ein Mittelding sein. Wir haben jetzt den Weevils-Schüssel. Ja, jetzt. Geil. Oh, da waren noch mindestens zwei Schlitztüren hier in dem Weevils-Tempel noch. Schlitztüren? Ja, Schlitztüren, also wo man einen Weevils-Schlüssel reinstecken kann. Okay. Bei den Weevils heißt das nicht Schlüsselloch, das heißt Schlitz. Okay. Die haben ihre eigene Sprache. Ja. Das ist schön. Bis hier hast du nichts vergessen. Nee. Also auch die Wände oder so, weil das, ne, das Bossraum so. Also eigentlich. Wir haben jetzt nur den Weevils-Schlüssel bekommen, ne? Und ein Zaubertyp. Ah, und ein Zauber von der Tante. Jetzt, das ist okay, schon gespeichert hast du. Ja. Und wir haben. Ne, ich will dich ja nicht spoilern eigentlich, deswegen tue ich es auch nicht. Ich will, diese eine Überraschung wartet ja immer noch auf dich, ne? Ist die Frage, ob wir jetzt lieber. Aber warte mal. Dieses Item für doppelte XP. Wo war das nochmal? War das ein Armreif oder war das ein Ring? Nee, das war. War das nicht eine Kette? Ein Armband war es. Königsemblem, Schatz. Ich glaube, das war eine Kette. Nee, war das hier nicht das Schatzding, ne? Es gibt nur eins. Dieses. Ja, das kann sie auch. Ich kann auch noch. Ich gucke nochmal bei Kette. Glücksamulett, ein Glücksbild aus der Ferne. Nee, geh nochmal zurück. War es nicht das? Ja, gucken wir mal jetzt drauf. Es kann sein, wir hatten das aber. Hält aber übrigens lang an, dieser Status-Beeinträchtigungs-Todeszauber. Nee, aber weißt du was? Ich bin ja dumm. Man sollte ja so ein Item, was nur in bestimmten Situationen einem was bringt. Wie doppelte XP. Wenn keine Gegner da sind, dann sollte man das auch nicht benutzen. Dann nimmt man lieber sowas wie zum Beispiel Salvors Kette. Und warum was macht du, die? Ja, das wirst du noch erfahren. Hoffentlich. Das ist die Überraschung. Ist Salvor nicht der Mann, hatte. Der am Vorspann so geil war? Ja. Du hast von Salvors persönlich ja, seine Kette? Salvor ihm seine Kette haben Salvor wir. Ihm seine Kette. Jetzt müssen wir es mal kurz... Ist da nicht links auch eine Treppe? Ja, ja, genau. Ich überlege nur gerade, welcher Weg der jetzt war. Hast du alles schon? Weil ein Stockwerk drüber war, also irgendwo hier war ja, wie gesagt, mindestens eine Schlitztür. Schatz ist das XP-Ding. Schatz? Steht im Schatt. Haben wir jetzt Schatz genommen? Wir haben Glück genommen, ne? Nee, du hast jetzt Tarions Kette sagen. Salvons Kette. Nee, ja, ja, genau, aber, wo war denn... also nochmal, was war das? Schatz. Schatz. Ja, genau. Weil das konkurrierte mit dem Geisterarmband. Was für mehr. Mal gucken, ob der uns jetzt feindlich hier gesinnt ist. Wer ist das? Ach, den kenne ich. Der hat nämlich gesagt, Vorsicht, Vorsicht. Ja, der nur Menschen war. Dürfen. Ja, das ist spannend. Aber jetzt haben wir seine Königin umgebracht. Ja. Nein, nein. Der Schall kommt sehr langsam hier hoch. Ja, ne?
Ja, aber Ungeheuer mächtig. Ich bin frei, ich muss hier nicht mehr gehorchen. Dafür aber dieses geile Maskending behalte ich. Was hat er gesagt? Er erwartet die Ankunft des dunklen Lords. Na toll. Wie, dafür kriegen wir jetzt nichts, dass wir ihn befreit haben. Jetzt sagt er nichts. Jetzt hängt er stumm. Das ist kein Unterschied für sein Leben dafür, dass wir ihn jetzt befreien. Steht er immer noch? Ich überlege gerade, ist dieser Mundschutz, ist das eine Schlangenmaske? Nee, das ist ein Mensch, der ein Tuch und eine Schlangenmaske trägt, ne? Ja. So sieht das aus. Also Schlangenmaske mit Tuch drunter. Soll ja der heiße Scheiß werden, ne, diesen Herbst. Meinst du? Ja, Schlangenmaske. Es muss ja immer einer Vorreiter sein, ne, wenn du das sein willst. So schön aus. Hier, erste Schlitztür. Ah, Schlitztür, ja, genau. Weevil-Schlüssel. Das findet sich ja dann nur eine weitere Schatulle. Und? Na? Geile neue Schuhe, Dinger, Beinschützer. Beine, war du gerade? War ich schon beim Bein? Ja, Mann. Hier. Da. Ja. Bei den Greaves, Stoßdämpfer Boots. Die waren gut gegen Fallen übrigens. Ja. Relikt, Kavalier, Reiter. Das waren so ganz. Das waren Armdinger dann waren vielleicht. Das Armdinger? So Armschatten. Hier, Gifthandschuhe. Die vergiften, nicht schützen. Dann gucken wir mal, wofür die gut sind. Also jetzt, glaube ich, an dieser Stelle sind die noch unwichtig. Ich glaube auch, die kommen ein bisschen spät. Handschuhe, die vergiften nicht. Das kann ja auch bedeuten, dass die Handschuhe Gegner vergiften, aber dafür nicht schützen, ne? So Trade-off. Würde ich sagen. Werdest du wirklich? Ich denke eher, dass es einfach nur wieder so scheiße übersetzt ist an die Gifthandschuhe. Meinst du? Ja. War denn hier noch irgendwo eine andere Schlitztür? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Oh, ich habe aber keine Lust, den ganzen Level abzulaufen, um zu schauen, ob hier irgendwo ein Schlitz für eine Tür war. Ja, Schlitze lohnen sich. Was ist denn da? Ist da nicht noch eine Truhe links? Ja, die Schullen tun doch. Da oben? Die haben wir doch geöffnet, Thomas. Ja, offensichtlich nicht. Ja, vielleicht war da auch nichts drin. Ja. Ne, die so, geht dann wieder, wieder zu. Die lernen. Ja, aber vielleicht ist ja jetzt was drin. Jetzt. Also, ich gehe noch mal einmal kurz hier einen Schritt rein. Ja? Ja, geh mal einen Schritt. Dieses ganze, dieses Pulsieren, das... Ach, hier war doch irgendwo... Ach, das nee, das war alles Käse. Hier, das waren diese blöden Pisselfritzen. Nee. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwo noch eine Weevil. Ich habe jetzt keine Lust, hier auf gut Glück alles nochmal abzusuchen. Das ist toll, das wollen wir nicht. Ich will zurück, ich will weiter. Da war nichts, das war der Shortcut, den wir uns freigemacht hatten. Oh, hier Tarion meldet sich. Was sagt Tarion? Tarion sagt, unten bei den Minen, Colin. Sehr wichtig. Unten, ja. Ich mag ja diese andeutende Art. Unten bei den Minen. Sehr wichtig. War da noch eine Tür? Da ist die zweite Tür. Ach so. Oh, du Vollidiot. Ja, du liest doch hier die kompletten Sätze. Nee, ich merke mir gibst mir du das nur Sachen alles. Wie Achtung weiß, vor dem. Was Nein. vor was. Da sind wir durchgefallen. Da war Giftprinzessin. Kappa. Da waren wir da. Hier müssen wir hin. Lalalalalalalam. Ah, nee, doch. Doch, ne? Die hatten wir. Oder? Ich weiß es nicht. Probier sie doch aus. Kann never schlitz enough. Ja, doch, nee, da. Oh. Oh, hier siehst du hier Skeletor. Oh! Ist das Salvor? Oh. Ist du das Salvor? Bist du es wirklich? Erst die Knochen ab. Ihr habt mich befreit, aber ich bin schon fast zum dunklen Lord mutiert. Ich bin ein unangekündigter Bosskampf. Ist das wohl Salvor? Wenn wir das noch vor der Werbung rauskriegen, werden wir, denn wir haben noch 3 Minuten. Ah, super klimatisch. Alter, das ist bestimmt Salvors Schwert und das ist Salvor. Salvors Leiche! Oh. Oh nein! Alles zum Sonnenspiel vorbei. Salvor ist tot. Danke, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Toll. Dass es mit so einem Anti-Höhepunkt zu Ende gehen würde. Ja. Das war Kings. Alter, was liegt denn hier? Salvors Kabel. Ja? Wir haben es 16 Uhr. Ah, der Paul, ja.
Er hat gerade so überzeugend gespielt gerade. Okay. Sorry, Paul, da bist du einer Unke aufgesessen. Aber guck mal hier. Das ist geil, ne? Das ist einfach nur ein Knopf. Drück bitte nicht drauf. Ja, sorry. Es war grün, aber ey, sorry. Auch ein grüner Knopf. So, guck mal hier. hier. Königsschwert, das an Fechtmeister vergeben wird, bräuchte etwas Zauberkraft. Königsschwert, das an Feuchtmeister vergeben wird, bräuchte etwas. Ah, okay, musst du dem Feuchtmeister geben und der macht es wieder heil. Du weißt doch, Feuchtmeister, so nennt man auch den Schmied. Früher, weißt du, in seinen alten Tagen hat er die Ladies richtig. Deswegen war er der Feuchtmeister. Ist das ein Doppelschwert? Doppelarmschwert? Nee. Ich glaube nicht. Ich bin mal gespannt. Optisch jetzt Agurdis. Das heilige Schild gefällt mir aber auch eben sehr gut. Also, jetzt haben wir aber hoffentlich alles mit dem. Ich guck mal wieder, ob das jetzt. Weißt du, was mich jetzt nervt? Ich nehme jetzt. Ihr habt mich soweit. Wenn ihr nicht von alleine mir den Status befreien wollt, dann muss ich halt doch eine Wurzel einwerfen. Ja, ne, geht das nicht weg? Nee, die ganze Zeit, es ging mir auf den Sack. So, jetzt mal kurz gucken, ob es vielleicht eine magische Zweitattacke hat. Sehr hodenlastig, die Sendung heute. Oh, geil! Nee. Leuchtender Kommando Ball! Kommando zurück. Das war der Spruch, den ich hatte. Er hatte mit dem Schwert nichts zu tun. Leider. Musst du auch die richtige Kombo drücken, ne? Ja, das Problem ist, die richtige Kombo kann man schlecht rausfinden. Weil es gibt ja eben X, Quadrat und Dreieck als mögliche Kombo-Tasten. Und, ich will jetzt mal die None nehmen, um jetzt mal ganz sicher zu gehen, dass unser geiles Ding hier. Also, das geht nicht. Ist das denn schon Level 3, die Waffe, die du gefunden hast? Ach so, stimmt. Ja, nee, einige können auch von Level 1. Also wir hatten auch schon Items, Flammenschwert, da ging das von Anfang an zum Beispiel. Ja? Ja. Okay. Glaubst du nicht, ne? Du bist ja überzeugt. Miriam sieht aus wie aus Bayern. Ja, aber wie genau sie aussieht, werdet ihr nicht mehr erfahren, denn wir müssen jetzt in die Werbepause gehen und dann sind wir wieder da. Und dann ist sie schon nicht mehr in Bayern. Und wenn Miriam jetzt noch schnell reinspringt? Jetzt sieht man aber gar nichts. Bis gleich.